Oh Gott. Hey, yo, ein Meisterwerk geht so. Der Chris. Mach ein Foto von dem Kerl. Vielleicht können wir ihn identifizieren. Bist du der Bruder von Grizzleface? Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, irgendwelche Männer zu fotografieren. Beziehungsweise männliche Bären, aber... Naja, Bendy möchte es. Er möchte es in seinen Poesiealbum tun. Wenn ihr wüsstet, was er da schon alles für Fotos hat. Oh Mann, du wirst doch wohl mal hier jetzt ein Foto schießen können aus der Lage hier. Oder was? Okay, soll ich mich direkt davor stellen oder wie? Okay, dann stelle ich mich halt direkt davor. Der haut dir sogar ab. Dann stelle ich mich halt direkt davor. Wenn's beliebt. Na, da habe ich wieder so einen Knochen davor. Mein Gott. Oh, Mann. Okay, Wiedersehen. Leg dich nicht mit diesen Bären an, sonst wird er dich pink anmalen. Ah, Mann. Okay, dann halt doch von hier. Und wir kommen erstmal wieder im nächsten Part. Wir sollen hier diesen Bären fotografieren, der sich äußerst entzückend gekleidet hat. Ja, wahrscheinlich ist das seine Bekleidung, die er dann in Steinzeit-TV fürs Teleshopping zur damaligen Zeit, um Schmuck zu verkaufen. Der Kerl hat den Schmuck extra dafür angelegt. Fall von hier. Du hast vollkommen recht, Sly. Der gehört definitiv nicht hierher. Dieser Ort muss untersucht werden. Finden wir zuerst heraus, mit wem wir es zu tun haben. Gut gemacht, Sly. Jetzt komm zurück zum Unterschlupf. Okay. Schauen wir uns zur Abwechslung mal wieder ins Tiefnet um, was da Schönes gibt. Und ihr seht, es kommt ständig was Neues an Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht alle beherrschen, ey. Wie viel Geld habe ich dann eigentlich? Wo ist mein Geld? Rechts oben, okay. El Droppo. Kaufen. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, ich werde erstmal die Fähigkeiten wieder studieren müssen. Einige kennt man ja aus dem dritten und zweiten Teil schon, aber naja. Zu steuern. Ich kaufe einfach mal blind drauf los. Und guck mir aber auch gleichzeitig die neuen Sachen mal an. Vielleicht gibt es ja was Besseres. Multibombe ermöglicht Bendy durch Loslassen von Dreieck bis zu 5 Bomben in schneller Folge abzuwerfen. Ja, kostet wieder 800. Das hier könnten wir uns noch kaufen. Ermöglicht mir euch beim Aufladen zu laufen. Anzeige. Für Kamelita haben wir noch gar nichts. Das kostet 1000. Lädt die Geräteanzeige in Handumdrehen automatisch wieder auf. Flammende Fäuste. Alle Schläge richten Feuerschaden an. Greife mit L2 auf das Gerätegitter zu, um dieses Upgrade zu... Nehmen wir dies. Gut, das reicht erstmal. Und auf geht's, Sly. Okay. Dann geht's auf. Mit Gebrüll! Oh! Ich dachte, ich werde von die Murmel jetzt überrollt, die Schneekugel. Verdammt, da hätte ich mich jetzt erschrocken. Wo muss ich denn hin? Okay, da. Unerwartete Verbindung. Ja, was kann man damit sich drunter vorstellen? Unerwartete Verbindung. Ja, was kann man alles verbinden? Die Schuhe. Wir müssen rausfinden, was der Bär vorhat. Diese Mauerspalte ist der perfekte Eingang. Aber du solltest besser in Deckung bleiben, bis wir wissen, was da los ist. Alles klar, Kumpel. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte da rein. Aber wie? Habe ich jetzt das falsch verstanden? Wie ich einfach immer L3 drücke, um zu sehen, wohin ich muss. Gut. Okay, gehen wir da rein. In die Eishöhle. Noch immer nichts, okay. Von Carmelita? Keine Angst, Fly. Gehört ganz bestimmt bald von ihr. Die Bärenhöhle. Stand das jetzt da? Okay, was blubbert denn da? Ah, wieder das dunkle Echo. Mann.
Nicht mal hier haben sie es in den Griff bekommen. Also wir sollten da nicht reinfallen. Schöne Glitzereffekte übrigens. So, hier rüber. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. So, und ein Dodo. Das ist doch ein Dodo, oder? Egal, er bekommt jetzt mächtig eins im Puppes. Haha. Und hier durch. Ja. Ich weiß. Nachdem Joe es versaut hat, hat der Boss aus ihm einen Mantel für diesen Le Paradox-Typen gemacht. Ja, cool. Dieser Le Paradox ist echt übel. Als er das letzte Mal hier war, hat er einem Kerl die Stoßzähne ausgerissen. Nur so zum Spaß. Und ja, viel Erfolg bei den Damen, so ganz ohne Stoßzähne. Ja. Und alarmiere die Wachen nicht. Alles klar, Kumpel. Alles klar. Le Paradox. Ja, na, ist doch auch ein Spaß, diesen Gegnern hier die Stoßzähne. Los, wir probieren's, ne. Hier gibt's bestimmt auch Masken. Und darum schaue ich mich immer ab und zu mal noch ein bisschen um hier, ja. Hey, die Schneelandschaft ist richtig geil. Sieht richtig klasse aus. Schaut euch das mal an. Da oben ist schon so Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, ich weiß es nicht. Ja. Und da sehen wir Ringe. Und was sagen uns Ringe? Ringel die Ding, Bong. Schumm. Hier. Drauf. Aber ich versuche mal jetzt nicht entdeckt zu werden, denn wir kennen das ja. Dann ist ja die komplette Mission in Dings. So. Da oben muss ich hin. Wie komme ich da hoch? Ah ja. Ja. Aber ich habe schon gesehen, wo ich da hin muss. Das war schon richtig. Und alarmiere die Wachen nicht. Alles klar, Kumpel. Nein, Bentley, ich habe sie noch nie alarmiert. Cool, ich bin zwar gestorben in dieser Urkrütze, aber ich habe sie nicht alarmiert. Nur das Set. So, hier hoch. Und schöne Pilze, wow. Die sind aber groß gewachsen. Was ich auch interessant fand. Naja, wie komme ich jetzt da drauf? Ich weiß nicht. Hier gibt es ja Tiere, Hühner und so. Warum sprechen die eigentlich nicht? Oh, ich rutsche runter. Oder? Oder täusche ich mich? Ja, ich rutsche wirklich runter. So. Wow. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Aber komisch. Er kommt mir so bekannt vor. Bigfoot gibt es wirklich. Heiliges Rechenbrett. Sly, das ist ein prähistorischer Waschbär. Könnte er... What? ...möglicherweise... ...mein Vorfahr sein? Das ist durchaus möglich. Helfen wir ihm. Sly, ich habe eine Idee. Aber du brauchst dieses Säbelzahntigerfell. Geh bloß den Wachen aus dem Weg. Alles klar, Bentley. Ein Tigerfell. Kommt sofort. Okay, ein weiterer Vorfahrer von Sly. Wieso überrascht mich nicht, dass er dabei ist? Diese Keule von ihm sieht mir nicht beinahe aus wie ein Stab? Sly, du musst dich beeilen! Verdammt, ich habe den letzten Haken nicht gekriegt. Ja, aber da haben wir es gesehen. Der ist unser Verwandter. Und darum werden wir ihn befreien. Mann! Ihr Idioten, trefft mich auch noch. Weg hier, ich zerstöre eure Wohnungseinrichtung. So. Hier solltest du Paraglider einsetzen, Sly. Juhu. Ich dachte, das ist Feuer oder so. Hey, was ist das? Sind das Käfige? Ach, da sind Eier drin. Jetzt nicht mehr. Ich rutsche runter, aber ich kann noch hochklettern. Cool. Wohin? Ja, ich muss immer erstmal gucken, wo ich hin muss. Okay, da. Oh nein. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Soll ich hier hin? Nee. Okay, ich muss dann wohl. In die Lava. Das ist ja auch eine nette Abwechslung. Oh nein, nicht schon wieder hier. Ich bin da einfach nicht hochgekommen.
Habt ihr ja gesehen. Vielleicht den Fahrergleiter einsetzen, Sly. So, ja. Yep. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, klappt ja. Schon wieder eine Sequenz. Sein Maltalent macht ihn mir auch nicht gerade sympathischer. Vergiss die Kunst. Siehst du den Schlüssel? Bestimmt ist er für diese Tür. Stimmt. Jetzt zeige ich dir echte Kunst. Die Kunst des Taschendiebstahls. Oh yeah. Van Gogh ist nichts gegen mich. Komm schon, haltet den Trottel ruhig. Oh, Chris, du malst so schön, man könnte glatt dran naschen. Tada, und da haben wir auch ihn. Hoffentlich dreht er sich jetzt nicht um, dann habe ich ein Problem. Schnapp dir das Tigerfell, Sly. Juhu, ich wollte schon immer mal als Wolf ins Tigerfell schlüpfen. Fantastisch, Sly. Jetzt hol dir das Tigerfell. So, wo? Da drüben. Okay, gehen wir hin. Oh nein, nicht aufs Bett. Und das Bett sieht von hier aus wie eine dicke Dame mit BH. Oh shit. Nein, ich habe keine blühende Fantasie. Und jetzt hüpfe ich auf den Bauch. Nein, das ist ja ekelartig. Nicht ganz meine Farbe, aber es geht schon. Yeah, Sly Tiger. Gut gemacht. Im Säbelzahnkostüm. Jetzt aber los. Das sieht aus. Sly Gerätegitter gibt ein neues Kostüm, okay. Fantastisch, Sly! Totstellen. Dieses Säbelzahntigerfell ist einfach perfekt. Wenn ich mich mit Biomechanik auskenne, was ich tue, glaube ich, dass diese Krallen extra Halt geben, sodass du Spaß und Sprünge ausführen kannst. Cool. Gut, als Säbelzahntiger geht's hier entlang. Versuch doch mal, über diesen Spalt zu springen. Drücke und halte die R2-Taste, um den Pfosten anzuvisieren. Dann drücke die X-Taste, um zum Ziel zu springen. Yep. Wow. Ah, jetzt wissen wir, wofür die Dodos sind hier. Cool. Also wir können ein paar neue Geheimnisse wieder freischalten in den anderen Zeiten. Wow. Wow. Sehr effektiv, muss ich schon sagen. Können wir den auch gleich mit einem Schlag erledigen? Ja, cool. Ja, der Tiger hier. Nee, das ist ein Gepard. Wärmt sich hier schön am Feuer. Ah, da seid ihr platt, was? So. Na, okay. Ja, Fetze, nicht vergessen, du kannst auch wieder wechseln, die Kostüme. Nicht, dass ich hier wieder ewig langsam laufe, wie bei im Wilden Westen. So. Ah, da drüben. Okay. Und hier hoch. Wieso möchtest du da nicht greifen? Okay. Jetzt möchtest du greifen. Halt, habe ich einen Flash gehört? Nee. Das war meine Einbildung. So, hier die Eier befreien. Und darüber. Hey, da. Für die ganz Blöden hier ein Pfeil. Also für mich. Zack, zack, alles kaputt machen. Hier. Und darüber springen. Yippie! Genau so, Sly! Ja, okay. In der nächsten Folge werden wir. Wie ihr guckt. Werden wir dann weiter hier machen. Bis dann!